Jo. Samstag. Kurz nach 10. Ist immer noch arschheiß. Ich habe trotzdem noch ein Hemd an. Keine Ahnung wieso, aber naja. Hat mal seinen Fächer. Und ich muss sagen, hilfreich, aber keine Universallösung. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt ein Video, bevor ich wieder darauf vergesse, weil die nächsten Tage werden wieder etwas arbeitsreich, trotz Urlaub. Da ich noch ein paar Sachen fertig machen muss und das Wetter spielt ein bisschen nicht unbedingt so mit. Zumindest die Sachen werden trocken. Oder verbrennen, wenn zum Bell. Das Leben ist hart und da ich jetzt anscheinend ein paar Abonnenten wieder zugewonnen habe, aus trotz Untätigkeit jetzt für über eine Woche. Sorry deswegen übrigens, ja. Kann mir irgendwie so vor wie so ein geekiger Typ aus diesen alten Rousseau-Filmen. Vor allem so mit dicker Wampe und weißem Hemd und Strohhut auf einer Hacienda. Keine Ahnung, warum, aber naja, es hilft ein bisschen, okay. Und ja, keine Ahnung, warum auf einmal so spontan wieder, ich glaube so 6-7 Leute dazugekommen sind spontan, nachdem mich wieder 6-7 Leute verlassen haben. Hey, man ist immer zufrieden, wenn die Zahlen nach oben gehen. Auf jeden Fall, oh, das muss weg. Bevor ich gar nichts mache, rede ich über meine Einkäufe. Dieses Mal dürfte es nicht so wirklich wahnsinnig was sein, weil ich habe nur eine einzige Sache bestellt, seit ich noch mich erinnern kann. Oh yeah, und, ah jawohl. Na, natürlich. Am letzten Rücker versagt das Ding. Jawohl. Was haben wir denn alles? Verpackungsmaterial. Mit Recycling-Aufkleber. Na, das ist doch immer herrlich. Dann, natürlich. Die 5er-Box Blood LED. Ich habe erst vor kurzem davon gesprochen. Geiles Gimmick dabei übrigens. Ein Armband. Neongrün mit Smileys. Hat übrigens auch aufmerksam in einer etwas weniger attraktiven Version meines Videos hier sehen kann. Es ist mir in den herrlichen Neonfarben, die ja bereits besprochen wurden, einmal ausgesetzt wurden. Kam von Tokyo Pop zu uns. Kann man es irgendwo sehen? Ja. Und das Ding dümpelte eigentlich schon länger in meiner Bestellliste rum und ist immer wieder nach unten gerutscht nach einer gewissen Zeit. Und dann war jetzt mal kurz gesagt, ich habe wieder ein paar Kröten übrig, warum nicht? Und das hier ist eben 1 bis 5. Und, hey, was ist das? Moment, was ist das? Natürlich auch 6 und 7. Mit einem kleinen. Was wissen, da mir bereits die Serie auch bis jetzt ganz gut gefallen hat, die ersten paar Episoden. Bin auch gespannt, ob sie zu uns kommen wird. Bezweifle ich zwar, aber sie wird sicher einen amerikanischen und britischen Release bekommen. Und ja. Otaku-Vampir, totes Mädchen und diverse nicht unbedingt direkt gemeinte Twilight-Anspielungen. Warum nicht? Zumindest glitzert nichts. Noch Rechnung und. Oh, welch unerwarteter Gast! Hätte mich jetzt irgendwie. Ich glaube, das hat sich jetzt irgendwie versehentlich hier reingeschmuggelt, aber warum auch nicht? Eine Intro-Edition aus der Asia Collection. Von Hitoshi Matsumoto. Matsumoto. Okay. Dann kriegt ihr hier noch ein S rein, oder? Matsumoto. Warum nicht? Ha! Nomen ist Omen, der große Japaner. Dai Nippon Jin. Auch bekannt in Amerika meistens, als ich das erste Mal darüber gehört habe, war es Big Man Japan. Und das ist eine Mockumentary. Für einige, die das Wort noch nicht gehört haben oder zumindest nicht ganz geläufig sind, das sind Dokumentationen, die nicht unbedingt ernst zu meinen oder halt eben keinen realen Hintergrund besitzen. Bekannteste Sachen wären eben die ganzen Found-Footage-Sachen, die man ja in den ganzen, in ihrer Bandbreite des schlechten Geschmacks jetzt schon langsam überall sieht. Manchmal ein bisschen besser. Bin ein großer Fan von Trollhunter, also.
was rede ich da groß? Auf jeden Fall, das hier ist eine Dokumentation über Real-Life Superhelden im XXL-Format. Du hast einen Typen, ich muss hier leider nur aus Erinnerungen, ich habe den Film noch nicht gesehen, weil ich nicht gewusst habe, dass ich ihn hier in der Box mitbekomme. Sehr seltsam, ich habe ihn anscheinend versehentlich gekauft, aber hey, das erklärt das höhere Porto. Naja, auf jeden Fall, das nimmt mehr oder weniger, meistens mehr, einen Blick auf eben einen Mann, der unglaublich groß werden kann. Man blickt einfach drauf, der Atom aus den Comicbüchern zum Beispiel. Es gibt mehrere solche Superhelden, die extrem schnell groß und klein werden können. Falls sich jemand dafür interessiert, können wir auch mal drüber reden, okay. Und das ist eben nicht, und es ist alles aufgezogen, mehr oder weniger entsprechend der Sentai, oder eher bekannt wahrscheinlich hier bei uns, den ganzen Power Rangers Stories. Monster greifen eine Stadt an und natürlich haben wir einen Helden auf to the rescue. Und hier wird das Ganze eben, die Hintergrundgeschichte. Die ganzen Stories, this was never been told. Die ganzen Negativseiten des Superheldengeschäfts. Zum Beispiel, wir haben hier eben unseren Hauptprotagonisten. Ich habe vergessen, wie er heißt. Steht hier noch nicht drauf. Ich werde es wahrscheinlich sowieso unten wieder mal mit IMDb-Liste oder so reinsetzen. Der eben auszieht, um Monster zu bekämpfen. Und natürlich, die Leute sind nicht unbedingt zufrieden damit. Und das Ganze wird eben als Dokumentation dargebracht, in dem Interviews mit Leuten aus der Stadt und eben auch mit den Betroffenen gemacht werden, in einer wirklich sehr anschaubaren und sehr einfachen Art und Weise, dass die Leute eben nicht unbedingt zufrieden damit sind, wie die Monster bekämpft werden, warum die Monster da sind, die Schäden, die dadurch entstehen und dass die Leute damit nicht zufrieden sind. Natürlich auch die Helden, die in dieser Welt existieren, nicht unbedingt populär sind, wie es in den ganzen Geschichten meistens rüberkommen würde. Und das finde ich sehr positiv, weil so eine Story sieht man normalerweise nicht auf der breiten Leinwand. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, das hat nicht unbedingt viel mit Anime zu tun. Finde ich aber trotzdem, weil Mockumentaries sind in Japan ja gang und gäbe gewesen, vor allem in den 80er Jahren. Wobei ich aber sagen muss, die Kontroverse, und hier gehe ich ein bisschen, hier lade ich ein bisschen weiter aus in ein anderes Eck vielleicht. Ich muss ja ein bisschen Zeit rausfinden. Die meisten Leute sagen zum Beispiel so Sachen wie Otaku oder Otaku no Video. Es gibt zwar verschiedene, also The Drawn Japan, die auch nur Otaku heißt, und auch Otaku no Video, das ja eine Aufarbeitung der Firma Gainax ist über ihren Fall und Wiedergeburt und ihr Entstehen, wird ja auch von den meisten so gesehen, okay, es ist auch eine Mockumentary, die hat aber einen anderen Hintergrund. Als diese Dokumentation Mockumentary entstanden ist, hatten die damaligen Macher dieser Sache nicht die Chance, wirkliche Otakus vor die Kamera zu bekommen. Weil ja einige kritisieren, und das führe ich dann später in eine andere Ecke rein, sie kritisieren, dass eben, oh, das sind ja alles nur Gainax-Mitarbeiter, das war ja auch gar nicht einmal eine ernst gemeinte Dokumentation. War es schon, das Problem ist das, du bekamst niemanden vor die Kamera. Weil 1980er ist, also 1984, 85, ich müsste die DVD raussuchen, wo die Titel drauf sind, mache ich alles nur mehr stehgreif, ich habe jetzt keine Daten vorbereitet oder so, deswegen alles nur aus dem Kopf, also falls ich etwas falsch bekomme, bitte in die Kommentare, berichte ich dann gerne. Kann man immer noch hier einfügen, also kein Problem. Du hattest keine Chance, wirkliche Otakus vor die Kamera zu bekommen. Also mussten sie zwangsläufig Leute aus dem Stab von Gainax nehmen, die ja auch Otakus sind, das ist ja auch nicht so, und deren Geschichte halt eben zu erzählen. Das heißt nicht, dass die Meinungen falsch sind, man sollte das in etwas anderem Licht sehen. Was mich wieder zu einem anderen Aspekt bringt, den ich jetzt wieder gerade bemerke, der besonders in Amerika besonders jetzt gerade aufschwappt. Und wie wir alle wissen, dieses Jahr in Amerika, nächstes Jahr bei uns. Obwohl ich mir denke, dass das etwas länger dauern könnte, aber ich möchte es ins Gespräch einwerfen gerade, damit ich auf 15 Minuten komme. Und zwar merke ich gerade, gerade jetzt haben wir diesen netten kleinen Schwellpunkt erreicht, wo wieder eine Generation von Leuten am Sprachrohr ist, die wirklich sagen, wirklich behaupten kann, oh,
ich spiele an. Ich würde fast sagen. Okay. Ich würde es fast als Anime-Snobismus beschreiben, fast. So Marke, okay, das ist meine Meinung, ob sie richtig oder falsch ist, ist komplett irrelevant. Und ich kann die ganzen Sachen nicht einmal abhaken damit, dass ich Informationen im Hintergrund habe, sondern eher, dass es darum geht, Leute, die mehr oder weniger eine Meinung haben, ohne sie zu recherchieren, die wirklich mehr oder weniger darauf stolz sind sogar, dass sie keinerlei Informationen zusammengetragen haben und gerade aus dem Missverständnis oder eben dem Fehlen dieser Informationen daraus eine Meinung formen. Und das ist eine gefährliche Route. Eine der Speerspitze, und damit habe ich schon oft auf Granit gebissen bei einigen, weil ich sehe ihn mir auch oft, wäre zum Beispiel Bennett the Sage, der auch bei That Guy with the Glasses zum Beispiel und auch auf seiner eigenen Homepage Videos in Bezug auf ältere Anime-Serien macht. Und ja, wenn jemand offiziell, und das braucht mir keiner sagen, dass das nicht so ist, weil er hat es mehrfach in die Kamera reingerülpst, mehr oder weniger, nebenbei reingefallen. Und bevor jemand anfängt, ich verstehe, dass er das alles aus Entertainment-Gründen macht und dass man die Sachen nicht so ernst nehmen soll. Das Problem ist das, es entwickelt sich daraus eine Fanbase, die ähnlich dem nämlich der Fanbase des Angry Video Game Nerds entspricht. Und dazu habe ich diversere Beispiele schon gesammelt und auch gesehen und Unterhaltungen beigewohnt und teilgenommen in Bezug auf Leute, die anderen folgen und deren Meinungen kopieren und vor allem in Bezug auf andere Genres besonders oder andere Szenen. Zum Beispiel, ich habe eine fast 2 Stunden Dokumentation und eine Diskussion mit angehört, wo es nur darum ging, okay, die Top 100 schlechtesten Filme. Alles, was da drinnen vorkam, war grundsätzlich nur, okay, das hat ein Nostalgia-Kritik gemacht und das ist für Angry Video Game Nerd. Genauso wie eben bei Filmen, Serien, Büchern und auch in Bezug auf Games. Und wenn das dann eine etwas ältere Generation oder etwas außenstehende Generation dazu ihn befragst, kann man wirklich sehen, okay, das ist nur deswegen entstanden, weil der Großteil der Leute, die da abstimmen, für solche Votings besonders, nur nach diesen Meinungen gehen. Ich hoffe, das mache ich einigermaßen jetzt an dir klar. Und das ist eine Route, die ziemlich gefährlich ist. Du gehst nicht von Erfahrungswerten aus, sondern jemand hat das einmal gesagt. Eine Menge Leute folgen ihm. Und wiederholen seine Meinung, ohne Rückhalt, ohne Information, ohne Kontext. Und das ist dann die gängige Meinung. Quasi eine Lüge oder eine Missinformation wird so lange kopiert und weitergegeben, bis sie eine Wahrheit wird. Und das ist eine gefährliche Route. Und die sehe ich auch eben bei dem Angry Video Game Nerd und beim Nostalgie habe ich bereits mehrfach ins Gespräch eingeworfen und einige, und das ist Gott sei Dank auch weitestgehend anerkannt und wird auch nicht so ernst genommen, diese Top 10 Listen, ich gebe es offen zu, aber ich sehe hier vor allem bei, das sind große Genres, okay, das sind große Ecken, die wirklich sagen kann, hier ist Spektrum vorhanden, dass solche Sachen nicht ins Gewicht fallen. Bei Bezug auf Anime, Manga und so weiter wäre es wahrscheinlich etwas anders, da das immer noch eine ziemlich kompakte Geschichte ist. Und wir haben noch nicht die Bandbreite, schon gar nicht hier in Europa. In Amerika merke ich den Konflikt jetzt gerade sehr, wenn man sich ein paar Sachen so ansieht. Hier bei uns, wenn so etwas aufkommen würde, wäre das mehr oder weniger ehrlich, Nuket vom Orbit. Weil ab diesem Punkt kann man dann wirklich sagen, okay, das entspricht ungefähr dem Äquivalent des Dokumentationseklats aus den 1998er Jahren. Das wird den meisten nicht sagen und ich werde dazu auch wahrscheinlich mal extra ein Video machen müssen. Oh yeah, das ist fast schon überfällig. Auf jeden Fall. Wenn jemand, wie gesagt, es gibt mehrere, es ist nicht nur Bennett the Sage und andere, und es gibt mehrere solche Leute, vor allem in Amerika, und nur eben er ist am ehesten noch hier bei uns geläufig, deswegen habe ich ihn aufgebaut. Wie gesagt, ich sehe seine Sachen sehr gerne an, bin nicht immer seiner Meinung, einige Teile muss ich sagen, bin ich sogar sehr froh, dass er es gemacht hat, weil ich stimme mit ihm großteils überein, wo es einige Meinungen angeht, nur halt eben, ich merke zunehmend, dass er mit jedem weiteren Video, das er macht, er immer mehr oder weniger, ich würde nicht sagen schlampig,
Aber wenn es eines der älteren Sachen, die gesagt, er eben bereits sagt, ich habe mich um die Serie nicht gekümmert und die OVA-Serie ist deshalb sinnlos, weil ich die vorhergehende Serie nicht kenne und mich nicht beschäftigen möchte. Wortwörtlich ist eine Aussage. Nicht irgendwie zu Neon Genesis Evangelion gesagt und zu einigen OVAs aus den 80er Jahren. Und ich muss sagen, ja, wenn du mit solcher Einstellung schon auf die Materie eingehst, dann hast du wirklich ein Problem. Und das ist nicht das Einzige, was er macht. Zum Beispiel, was ich auch bei mehreren gesehen habe, ist, sie absichtlich, und ich gebe wieder zu, ja, das ist aus Entertainment-Gründen, dass man mehr Material für komödiantische und unterhaltsame Sachen. Das Problem ist, dass bei ihm fehlt zum Beispiel der Kontext in Bezug auf das. Es wird auch erwähnt, ich gehe auch nicht zu, dass es irgendwie verschwiegen wird, dass er meistens die schlechtesten Versionen nimmt. Eine Sache, wo ich mich persönlich immer am meisten geärgert habe, war, dass er den Movie Cut von Armitage the Third, die Polymatrix, genommen hat. Die wohl schlechteste Entscheidung, die man vorstellen kann. Also, wenn sich jemand, was ich sagen muss, okay, hier bin ich schwer an der Grenze des. Reden wir hier eigentlich von einem Fan der Szene? Weil das wirklich absolut schlechteste, weil er hat zwar erwähnt, dass die Polymatrix nur eine von Pioneer für den amerikanischen Markt zusammengestellte Movie-Fassung der OVA-Reihe ist, hat aber komplett ausgelassen. Er hat zwar erwähnt, dass das Szenarien eingefügt wurden in die Movie-Fassung als in der OVA-Reihe. Problematisch ist das, die OVA-Reihe, die er meint, ist eine von drei verschiedenen Cuts. Es gibt die direkt zu VHS oder zu DVD Cut. Ich glaube, auf DVD hat es nie die komplette Cut-Version gegeben. Nur auf VHS. Die DVD Cut ist eigentlich, die wir eigentlich hier bei uns auch in Europa gehabt haben, ist der cinematografische Cut für die Fernsehausstrahlung gewesen. Und dann den Real Cut, den man hier bei uns auf Fox sah, der ebenfalls gekürzt wurde. Die Movie-Fassung ist also quasi aus drei verschiedenen die noch schlimmste. Wurde das einmal erwähnt? Nein. Und ja, dass man, wenn man dreimal etwas verdaut, dass da etwas zu fehlen beginnt, ist doch irgendwie klar. Genau das. Und es sind Grundlagenfehler, die er macht. Und das alleine wäre ja kein Problem, weil er versucht es ja einigermaßen den Leuten schmackhaft zu machen, anzuschauen. Nur halt eben. Ich würde mal sagen, er färbt Meinungen zu stark. Es ist so ähnlich wie der Thomas Brezner-Effekt, über den wir in den 90ern immer gelacht haben. Falls jemand die komödiantischen Sachen von. Was noch was sagt? Ich hab Dorfer? Dorfer, ein Komödiant, ich habe bei uns in Österreich recht gut. Ja. Hat auch hier bei uns in der Fernsehsendung lange gehabt. Ich weiß nicht, ob es Dorfers Donnerstag noch immer gibt. Aber er hat auch. Thomas Brezner ist eine tickende Zeitbombe. Wenn man Kinder wie Idioten behandelt, das rächt sich. Sie werden älter. Und genau dasselbe haben wir hier. Wenn man eine Fanbase wie Vollidioten behandelt und ihnen wirklich fehlerhafte und von sich aus gefärbte Meinungen übergibt und die dann als Tatsachen verkauft. Deswegen ist auch der Kritikpunkt hier bei mir immer, warum ich nur meistens die Sachen umschreibe und keine wirklichen Meinungen rauswerfe. Außer halt eben, wenn Sachen mich extrem ärgern. Aber das sage ich auch der meisten dazu. Das Problem ist das, wenn Sachen erst einmal in eine Richtung gehen, das ist eine Route, die man sehr schwer wieder verlassen kann. Okay? Und glaubt mir, ich habe seit den 90ern mehr als nur einmal solche Sachen miterlebt und oh Mann. Wie gesagt, also ich wollte nicht unbedingt eine Rant gegen Bennett the Sage machen. Wie gesagt, ich schaue seine Sachen auch an. Also, und er macht es auch in einigermaßen unterhaltsamen Niveau. Das Problem ist das. Er färbt eben, wie gesagt, zu sehr die Meinung. Und jeder, ich will jedem empfehlen, nicht aufhören, zu ihm zu schauen. Auf keinen Fall. Also, ich finde es immer lustig, dass er Sachen aufbringt, auf die ich nicht gedacht habe. Und halt eben, yeah, man merkt an einigen Stellen auch, dass Großteils der Informationen, die er hat, nur auch schon aus Dritt- und Viertecken sind. Wie zum Beispiel Wikipedia und Anime News Network. Und einige Sachen sind wirklich mehr als nur kopiert, schon wirklich. Also, hier kann man schon von Plagiaten reden. Und was auch nicht stört, also wie gesagt, es ist interessant, dass Leute ältere Sachen wieder ins Gespräch bringen.
Problem ist, dass es wäre gut, wenn mehr Information dahinter wäre. Oder zumindest, okay, das ist die Comedy und das ist die Info. Und nicht alles so fließend übereinander gehen zu lassen. Und das sehe ich jetzt immer mehr. Und ja, solange es in Amerika ist und da ist eine Fanbase, die bereits in den 80ern angefangen hat. Also dahingegen kein größeres Problem. Da wir ja dort wirklich noch Leute sind, die das Ganze unter Kontrolle haben. Gehen wir auf den europäischen und deutschsprachigen Raum hinter, das wird etwas schwieriger, weil die meiste Fanbase nicht älter als 7 Jahre ist. Der Großteil zumindest. Und diese Leute mehr oder weniger wie auf die Weide zu treiben, ist nicht schwer. RTL 2 hat es bewiesen, mehrfach. Und Meinungen zu formen und yeah, das ist the best ever und nur das und alles andere Scheiße. Und warum hat das nicht überlebt, wenn es so gut war? Ganz einfach, Leute haben angefangen, Meinungen zu färben und dann einfach diese Route weiterzugehen. Anfang mit etwas Verlust und dann ging es langsam bergauf. Das ist das Problem dahinter. Ich wollte nicht unbedingt negativ sein, also bevor jemand denkt, ich will hier irgendwie Leute runterziehen. Nee. Und ich hoffe, ihr habt demnächst mal ein bisschen mehr interessanteres Material, aber nachdem jetzt dann das hier bei mir aufgetaucht ist, aus irgendeinem unerfüllten Grund, hey, Schicksal. Und ja, es ist nicht unbedingt irgendwas Anime-bezogenes, aber es ist aus Japan, es ist eine Mockumentary und ich empfehle es jedem. Was ich bis jetzt gesehen habe, und ich werde es mir heute noch einsehen, nachdem ich zum zweiten Mal das hier durch habe, aus irgendeinem Grund kann ich von dieser Serie nicht ab. Keine Ahnung. Crack. Yeah. Auf jeden Fall, Mockumentaries enthalten sehr viel Denkmaterial, auch wenn es nicht unbedingt ernst gemeint sind. Und einige Mockumentaries sind entstanden, warum? Notwendigkeit, man siehe Otaku no Video, das sollte man nicht verschreien. Wie gesagt, das ist eins von diesen Sachen, das sind Informationen, die verloren gehen. Einige sollten verloren gehen, andere wäre es gut, sie aufzubewahren. Und die Tatsache, dass Leute wissen sollten, warum etwas so ist, wie es ist, ist genauso viel wert wie die Information selbst. Nicht nur das, sondern auch der Weg und das Warum ist wichtig. Weil ein Bild spricht mehr als 1000 Worte, okay? Aber die Information, wie das Bild entstanden ist, kann eine ganze Welt verändern. Oder zumindest etwas bunter machen. Weil eine Momentaufnahme ist gut. Ein Film ist besser. Weil der lässt zwar auch Interpretationen zu, aber nicht so viele wie ein Foto. In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende. Bin mal gespannt, wie viele Abonnenten ich durch dieses Video verlieren werde. Ich echt definitiv. Uiui. Mücke. Na egal. Auf jeden Fall. Wünsche noch ein heißes. Falls es einmal etwas kühler wird, ein gekühleres Wochenende. Ich werde mal sehen, was ich diese kommende Woche alles so schaffen werde. Uiuiui. Auf jeden Fall, ciao und bleibt bunt und vielleicht auch mal im schwarz-weißen Sinne nicht unbedingt zu düster. Cheers.